Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit kann irgendwann im Leben auftreten. Sie kann zum Beispiel schon bei der Geburt vorhanden sein, sie kann aber auch im Kindesalter oder im Verlauf des späteren Lebens im Erwachsenenalter auftreten. Heutzutage findet man viel häufiger Glutenunverträglichkeit im Erwachsenenalter. Gluten ist ein Eiweiß, das in Roggen, Gerste, Weizen, Dinkel und Grünkern vorkommt. Das Gluten, das von außen dem Körper zugeführt wird, zum Beispiel über Brot oder über Pasta, das man isst, wird vom lokalen Immunsystem des Dünndarmes als fremd erkannt. Das Immunsystem reagiert überschießend auf dieses Gluten und führt dann dazu, dass die Dünndarmschleimhaut zerstört wird. Unter einer Glutenunverträglichkeit leiden in der Schweiz so rund 1% der Bevölkerung, also eine Person auf 100. Hier muss man allerdings davon ausgehen, dass sehr viele Leute noch nicht wissen, dass sie eine Glutenunverträglichkeit haben, dass das noch nicht diagnostiziert worden ist. Man sieht bei diesen Patienten massive Durchfälle, es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Die Kinder wachsen nicht mehr, sie haben einen Blähbauch, also einen dicken Bauch voller Luft, und sie haben auch geschwollene Beine, weil sie Nährstoffe nicht mehr aufnehmen können. Diese Form der Zöliakie kommt manchmal auch im Erwachsenenalter vor, ist aber eigentlich sehr selten geworden. Viel, viel häufiger sieht man Zöliakieformen, bei denen die Betroffenen nur ganz wenige Symptome haben. Sie haben vielleicht ein Unwohlsein im Bauch, eine Übelkeit. Die Zöliakie muss man oft suchen, man muss daran denken, weil sie eben sich nicht mit einer klassischen Symptomatik in der Regel manifestiert und deshalb nicht gleich aus den Symptomen ersichtlich ist. Es gibt zwei Methoden, die man anwenden muss. In erster Linie muss man dem Patienten Blut entnehmen und dort ganz spezifische Antikörper bestimmen. Wenn diese Antikörper positiv sind, dann besteht ein hochgradiger Verdacht auf das Vorliegen einer Zöliakie. Der Beweis kann nur dadurch erbracht werden, dass man anschließend eine Magenspiegelung durchführt und aus dem Dünndarm Gewebeproben nimmt, die dann eben zeigen, dass die Dünndarmschleimhaut krank ist, dass die Zotten dort abgeflacht sind und dass eben eine starke Entzündung dort besteht. Nur wenn man das auch feststellen kann, dann ist die Diagnose einer Zöliakie klar. Die Herstellung von glutenfreien Nahrungsmitteln ist sehr aufwendig. Man muss achten, dass überhaupt keine Glutenverunreinigungen in die Nahrungskette kommen. Man muss hier spezielle Mühlen gebrauchen, um nur glutenfreie Getreideprodukte mahlen und somit den Nahrungsmitteln zuführen. Ein Mensch mit einer Glutenunverträglichkeit muss sehr bewusst essen. Er muss schauen, dass er kein Gluten konsumiert. Man muss die Deklaration studieren, wenn man einkauft. Man muss sich erkundigen, sehr genau erkundigen, was man isst, wenn man auswärts isst, im Restaurant und so weiter. Das ist sehr aufwendig. Kann natürlich für eine ganze Familie sehr, sehr aufwendig sein. Kann einen Menschen beispielsweise auch im geschäftlichen Umfeld intensiv beeinträchtigen, bei Geschäftsessen und so weiter. Wenn man eine Zöliakie hat und die glutenfreie Ernährung richtig durchführt, dann wird man wieder gesund. Man muss aber wissen, dass man wieder krank wird, sobald man wieder Gluten zu sich nimmt.